Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Waft, weiterhin mit meiner Fähigkeit Labor. So, wir versuchen immer noch den blöden Köder wieder zusammenzubekommen, aber uns fehlt immer noch hier ein Fisch. Auswerfen. So, gleich müssen wir schon wieder Haier machen. Ich komme nicht voran, ne? Mir kommt das vor, als wenn ich die ganze Zeit irgendwie hier auf einer Stelle stehe und wir kommen nicht weiter. Wo wir eigentlich eine Taucherausrüstung auf dem Rücken jetzt besitzen, also dass wir länger unter Wasser bleiben können. Und all sowas. Aber wir kommen trotzdem irgendwie nicht voran. Sorry. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß auch nicht. Oh, dieser Sonnenuntergang. Hallo. Hallo, Flöder. Das macht mich wuschig. Gleich ist die Sonne weg. Herbert! Die Sonne ist untergegangen, du. Nimm mich ins Bett, du. Alles klar. Gute Nacht. Aufgestanden. Ja, jetzt ist er da. Das habe ich gehört. Alter, warum hast du das sofort kaputt? Was ist denn das? Das ist Beschiss. Das war auch kaputt. Warum sind die ganzen Sachen und kaputt? Ich habe doch immer repariert. Was ist denn das da hinten? Ein Floß? Aber da ist doch so ein Rand, oder nicht? Keine Ahnung. Wieder nur eine Makrele. Jetzt haben wir den, aber wir kriegen hier diesen Pipi-Mann nicht. Ja, wir sind voll bis unterm Popo. Ach, Herbert. Das kann nicht so weitergehen hier. Hier gibt es noch mal eine blöde Flasche. So. Essen. Den dicken Wälze wieder drauf. So. Aber dass wir einfach diesen blöden Fisch jetzt nicht kriegen. Also ich muss jetzt ganz klar sagen, keine Ahnung, ab wo wir dann diese große Angel bauen konnten, wurde es viel schwieriger, diese Fische zu fangen. Ich weiß auch, wo wir den ersten Köder hergestellt haben. Blub, hatten wir den ersten Köder da immer noch nicht. Mann! Ich werde das meiner Mama sagen. Wirklich. Die zeigt euch an, ey. Geht doch nicht so weiter. Oh, die falsche, weißt du? Wir haben auch keine Makrele mehr, oder? Es ist eigentlich scheißegal, welche. Entweder zwei von denen oder zwei von denen. So. Ja, das müsste man mir aber auch sagen. So. Eiköder. Tschüss! Schön. So, wir müssen uns erstmal wieder um das hier kümmern auch. Alter, das kann doch wieder nicht sein, oder? Ja, wieder gar nichts. Ach Mann, das kotzt mich an.
Warum muss ich denn immer 20 Kilometer nach unten tauchen? Es macht dann ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Oh oh. Du Schlampe. Ha, 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 das kannst du nicht. Arschloch, ey. Wir brauchen diese scheiß Paddelsitz ohne Flachs, Leute. Ich muss mir diese Scheiße hier nehmen. Haben wir nicht 5 Glibber? 4 Seile. Das blöde Inventar ist schon wieder voll. Boah, wirklich jetzt ohne Flachs, Alter. Es nervt, Leute. Wir lassen die mal gerade ausgezogen. Das bedeutet, ich muss mir jetzt wieder so einen blöden Dingens hier farmen. Och Mann! Dann noch jetzt dieser blöde Wind. Hä? Ist echt beschissen gerade, Leute, echt. Wie mache ich das? Ich kriege ja einfach nicht genug genug Sachen, Leute. Arsch mit Ohren. Ja. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, dass wir einfach... ja, länger unter Wasser bleiben können auf jeden Fall. Ich mach die Sachen jetzt erstmal da rein. Irgendwo hatten wir auch schon mal diese blöden... Aber die können wir da reinmachen. Können wir da reinmachen. Grob, dorthin, wohin du zielst. Grob. Fernglas? What the fuck?
Das ist nicht schlecht. Aber wir müssen angeln. Und nebenbei brennen. Das Spiel macht mich echt kirre. Weil das immer deine Pläne komplett aus dem Konzept bringt, ja? Du willst dies und dies machen und aus dies und dies wird ganz was anderes. Ja, also das ist wirklich what the heck Spiel. Man merkt, es ist eigentlich ein Koop-Spiel. Aber trotzdem ist schon... Ja, ich bin voll Backfisch, Alter. Ich fisch. Ich schwimme durch Felsen. What the fuck? Was soll ich mit meinem alten Schuh? Jetzt komme ich mir vor wie so ein schlechter Angler. Jetzt habt ihr mich deprimiert, Waft. Wirklich. What the heck? Was soll ich denn mit dem alten Schuh? Kann ich den anziehen? Nee. Jetzt sag nicht, ich kann den auch platzieren. Bitteschön. Nein, ihr müsst einen nicht deprimiert machen. Wirklich nicht. Oh Mann, Leute. Wirklich. Es kann nicht sein, dass man jetzt einen fucking Schuh bekommt. Oh, wir brauchen nochmal einen Köder. Und dann müssen wir gleich runter. Und dann probieren wir es wirklich aus, ob wir dann schneller tauchen können, weiter tauchen können, dass ich endlich mal mehr Kupfer und Eisen bekomme. Jetzt kriege ich hier nur diesen rohen Buntschiss, Alter. Ah. Mutti, ich mache einen Buntschiss. Hast du fein gemacht, mein Sohn. Roher Buntfisch. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusescheißen. Ah, Mann, ey. Ich will doch einfach nur tauchen. Juhu, wir haben einen Seebarsch. Die Rasse heißt, glaube ich, ne? Seebarschrasse oder so. Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe gerade nur so drüber nachgedacht. Oder gerade einfach nur mal gedrückt. Das ist eine Seebrasse. Seebrasse. Okay. Ja, gut, okay. Die Seile habe ich schon im Spiel. Seht ihr es? Die Seile habe ich schon. Jetzt kannst du mir doch bitte einen von diesen anderen da gehen. Bitte. Ich möchte gern tauchen. So mit Ferdinand. Lass mich tauchen mit Ferdi. Und wieder nicht. Kannst du Cheetahfisch? Ja, ich wusste es. Nein, reparieren. Wir haben gar kein Holz bei uns. Das ist wieder ziemlich schlau von dir gewesen, Kevin. Gar kein Holz mitzunehmen. Gut. Ja. Gut. Wir hauen uns dann einfach nochmal den Rest rein. Danke. Nehmen uns einen neuen Wels, legen den da drauf, machen hier ein bisschen Holz drauf, ne? So, dann würde ich mal sagen, trinken wir noch mal zweimal ein bisschen Wasser, ne? Also eins, zwei. Nehmen ein bisschen Salzwasser. Ne, kippen das da wieder rein. So, auskippen. Und gehen Haier machen. Es kann nicht sein, Leute, dass wir jetzt hier diesen blöden Köder nicht bekommen. Ja, das habe ich vergessen. Das mache ich gleich. Na, Frieda? Mann, das kann nicht sein.
Ein Buntbarsch! Kriege ich etwas anderes, bitte? Buntbarsch! Gleich, gleich passiert das, was letzte Woche in Moskau passiert ist. Und was? Nichts! Endlich. Was? Oh nee, das ist ja ein Hering. Oh, leck mich. Ich esse lieber einen Wels. Und ich sage vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich muss jetzt erst. Ich höre jetzt auf, weil sonst werde ich gleich wirklich. Und das ist jetzt kein Flachs, gleich wirklich echt stinkig, weil es mich gerade ein bisschen Abo frisst. Gut. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.